Nun kommen wir zur Frage, wie reinigt man sein Lenkrad richtig? Wie man sieht, ist es schon etwas speckig. Was passieren würde, da ist leider sein Abnutzungsspuren. Dann alles Abnutzungsspuren. Aber man sieht, das ist Dreck, das ist keine Abnutzung. Der Staub da oben, da hinten auch. Wie macht man das am besten sauber? Man kann, wenn man einen Sauger hat, mit einem Bürstenaussatz, der muss aber wirklich weich sein, kann man auch Abnutzung, kann man einfach drüber gehen, vorsichtig und sagen wir, das Gröbste absaugen. Man kann auch einen Kompressor verwenden, um das wegzublasen. Oder man wischt es einfach mit. Ich verwende immer zwei, man kann auch eins verwenden, immer mit der trockenen Seite wechseln. Also eine Seite nass, man geht drüber mit einem Lederreiniger. Wie für die Displays verwende ich den Koch Chemie Polster. Der ist für Leder, Alcantara, für Stoff. Verwende ihn schon seit Jahren und kann ihn nur empfehlen. Man kann auch einen anderen Reiniger nehmen, besten für Leder. Weil in den meisten Autos ist es ein Lederlenkrad. Wie reinigt man es nun? Wie schon bereits gesagt, man feuchtet das Tuch an. Ich würde immer den Reiniger ins Tuch sprühen, weil man ja immer vermeiden möchte, die Chemikalien einzuatmen, sprüht man sie ins Tuch. Dann kommt möglichst wenig in die Luft. Man nimmt es, geht einfach drüber. Man muss nicht übertreiben mit dem Druck. Ich meine, es ist Leder glatt. Da wird der Schmutz nicht so stark haften, außer wenn das Lenkrad dreckiger ist. Dann sollte man nochmal drüber gehen. So wischt man es einfach ab. Man geht überall drüber. Für solche Sachen empfehle ich immer Pinsel. Muss man nicht haben. Kann man auch mit dem Tuch drüber. So sieht es dann aus. Mache ich jetzt das Lenkrad fertig. Dann zeige ich euch, wie man es dann trocknet. So macht man es sauber und danach trocknet man es nur mit der trockenen Seite oder mit einem anderen Tuch ab. Und so reinigt man das Lenkrad. Mehr muss man eigentlich nicht wissen. Ein guter Reiniger lüftet schon ab. Wie ihr seht, ist er schon da abgelüftet. In der Zeit, wo ich euch das erzählt habe. So sieht es eingefeuchtet oder angefeuchtet aus. Zeige ich euch jetzt. Geht man mit einem trockenen Tuch einfach drüber und wischt die Überreste ab und lässt das Lenkrad ablüften und dann ist man fertig. Und so sieht es dann am Ende aus. Wenn es dann abgelüftet ist und sauber. Abnutzung, ganz wichtig, ist kein perfektes Lenkrad, das sind alles Abnutzungen, kein Schmutz oder sonstiges. Abnutzung. Um den Schmutz da rauszukriegen, das geht leider nicht nur mit einem Tuch, braucht man einen speziellen Pinsel, den hat aber auch fast niemand und ich meine, so schlimm ist es nicht, aber das hält nicht immer lang. Ich würde immer empfehlen, einmal die Woche ungefähr so eine Reinigung, hat man immer ein schön sauberes Lenkrad und man muss nie richtig verschrubben. Wenn sich der Schmutz festsetzt, dann geht auch wahrscheinlich auch einiges an Material ab, wenn man dann richtig verschrubbt, um den Schmutz zu lösen. Am besten regelmäßig reinigen, dafür kürzer, als wenn ich jetzt das Lenkrad eine halbe Stunde schrubben muss. Lieber einmal die Woche, 2-3 Minuten. Das Lenkrad schön sauber reinigen, hat man immer ein schönes Gefühl, es ist immer sauber. Hygienisch ist es auch und schont das Material. Also, so einfach kann man das Lenkrad reinigen. Ich bedanke mich fürs Schauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Danke!